Und damit ein herzliches Willkommen hier in Season Nummer 4 bereits. Wir sind der amtierende Weltmeister. Falls ihr nicht wisst, wie wir das geschafft haben, schaut gerne um Rest der Playlist vorbei. Abonniert gerne den Channel kostenlos und das Debütrennen, beziehungsweise das, der Saisonauftakt, findet wie früher auch immer in Melbourne statt. 5,2 Kilometer, 3 DS-Zonen und eine Strecke, ja, die eigentlich perfekt ist. Als Opener, wir gehen direkt rein ins Rennen und ja, das ist eine Neuerung. Ich probiere Julian heute mal aus, die Qualifying-Runde wegzulassen. Valtteri Bottas startet von der Pole-Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, der Wissenschaftler, Massa, Theo Pourchaire, Gasly, Stroll, Doohan, Oscar Piastri, Tsunoda, Ocon, Joe, Sargent, Liam Lawson, Magnussen, Albon und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Eine neue... Let's go, Startplatz Nummer 8, Lights out und let's go. Wir kommen gut weg, besser als Lewis Hamilton, hier auch besser als Max Verstappen. Und ja, dann stimmen wir schon ein bisschen an. Carlos Sainz wird hier schon mal eine Hausnummer werden, da muss ich ein bisschen weit gehen. Aber es hat die mehr Zeit gekostet, das gebracht. Und wir gehen hier als fünfter Platz von der Ziellinie weg. Wie findet ihr mein neues Design? Hat man noch nicht richtig gesehen, aber nachher in der Replay wird man das auf jeden Fall sehen. Ich finde, es passt zu Audi. Und da vorne ist Russell und Leclerc in einem sehr intensiven Fight. Vielleicht können wir uns da einmischen. Unser Auto ist zwar upgegradet, aber wir konnten ein paar Upgrades machen, aber ich muss auch sagen, es ist generell immer noch schwierig. Wir fahren Schwierigkeit 95, ich fahre hier TSC-Mittel und auch selbst bremsen und selbst schalten. Und ja, es ist doch immer noch ein bisschen schwieriger. Wir haben Felipe Massa, das wusstet ihr aber schon, als Teamkollegen. Und ja, es ist natürlich jetzt ja, Mission, Titelverteidigung und vor allem endlich mal Konstrukteurstitel holen. Und let's go hier, gucken wir uns die Replay nochmal an und Valtteri Bottas mit dem McLaren da vorne, ein makelloser Start. Das ist unser Auto hier, dieses orange-rötliche, neongrün-silberne Auto und ich muss echt sagen, mir gefällt diese Designvariation ziemlich gut, also wirklich ziemlich gut hier. Und auch dieser neongrüne Streifen gefällt mir. Was sagt ihr zu diesem Design? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sind hier bereits in Runde Nummer 1, Sektor 2. Uns drückt ein bisschen Pierre Gasly an, aber auch Carlos Sainz ist hinter uns. Und vor uns haben wir leider schon das Sekundenfenster verloren. Die sind in so einem intensen Fight, aber noch immer noch so schnell. Falls ihr wisst, was ich meine. Also das ist wirklich abnormal, was für eine Pace die zwei Jungs da vor mir haben. Aus dem Windschatten kann ich natürlich ein bisschen... Nein, ich habe mich komplett vertan bei meinen Lenken hier in die Kurve. Da verliere ich so viel wichtige Zeit und ja, da fallen wir fast aus dem Sekundenfenster raus. Ja, das ist natürlich bitter. Wir haben noch eine Runde zu gehen, bis dann zählt. Und ich hoffe natürlich, dass wir es ein bisschen schaffen, hinten dran zu bleiben. Und ja, der Kalender ist sowieso ganz schön crazy. Es ist nämlich eine kürzere Season als bisher. Es wird nur eine 16-Rennen-Season sein, also ähnlich wie damals. Und wir werden auch auf Rennen fahren, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Sprich, Bahrain und Saudi-Arabien ist jetzt mal draußen. Aber wir fahren auch hier zum Beispiel, nächstes Rennen ist China. Und da freue ich mich auch schon besonders. Dann direkt Aserbaidschan. Also diese ganzen neumodischen Strecken habe ich alle rausgeworfen. Und ja, auf Basic und Oldschool reingeworfen. So, wir sind noch immer noch also ein bisschen dran an den beiden Jungs. Haben aber die ja, DRS-Marke leider verloren. Es ist ein bisschen schwierig. Sainz ist jetzt auch hinter uns. Der hat Gasly überholt. Wir sind in Runde 3 hier von 20. Und ja, auch Gasly, der kann da nicht ganz mithalten. Sprich, sollten wir noch einen Platz verlieren, wären wir zwar Sechster nur. Aber, das große Aber. Wir könnten dann eigentlich entspannt fahren. Aber jetzt will ich natürlich nicht drüber reden. Ich schaffe es irgendwie nicht mehr da dran zu kommen an die beiden Jungs. Denn die sind wirklich unheimlich schnell. Da kann ich auch ja, pacen, was ich will. Das ist unfassbar, was die da vorne abziehen. Aber ich glaube auch, Russell ist der was da jetzt die ausschlaggebende Pace hat. Denn Russell ist da jetzt auf einmal auf und davon. Das sind, glaube ich, auch fast eine Sekunde jetzt zwischen den beiden. Also da kann ich jetzt komplett, das kann ich komplett vergessen, dass ich da nur irgendwie drankomme. Und ja, der ist da fast über 8 Zehntel ist da weg und...
Ja, da kannst du das kannst du vergessen. Jetzt ist Sainz hier dran, Runde 6 und ja, der hat abgeknabbert und wie auch zu sehen ist Hamilton noch dahinter. Ich wusste gar nicht, dass der noch da hinten ist. Und jetzt müssen wir halt natürlich uns ein bisschen ins Verteidigen gehen. Wir werden zum zweiten Stint den gelben Reifen haben. Der ist natürlich ein bisschen, und der ist direkt vorbei. Das ist natürlich gut, dass er innen hier ist, denn da können wir außen uns noch einmal hier wehren. Und gibt es da sogar das DRS? Nein, gibt es nicht. Okay, das ist nicht gut, aber ja, jetzt haben wir hier mal die Replay und da sehen wir jetzt mal unser Auto von der vollen Pracht. Und ja, es schaut natürlich halbwegs schön aus, aber das Ding ist halt, dass es noch immer noch nicht auf dem Niveau ist, das ich mir erwarte von einem Rennauto. Denn wir konnten zwar letzte Season den WM-Titel feiern, aber ja, die Konstrukteurs-WM ist eigentlich mein Hauptziel. Und wenn wir da wieder im ersten Qualifying direkt zu verkacken, dann ist das gar nicht schön. Runde 10 hier, das ist eine Replay, die dann nicht hingehört hätte. Egal, gönnen wir uns jetzt mal, denn jetzt geht es erstmal in die Box, in Runde 8 hier. Ja, ich habe mich mit der Replay vertan. Egal, jetzt geht es mal hier in Runde 8, Runde 8 in die Box rein, denn der Druck von hinten war einfach zu groß und ich war mir sicher, dass wir das in dieser Runde nicht mehr schaffen, den hinten zu halten. Deswegen gehen wir hier rein, eine Runde früher, probieren eventuell einen Undercut. Ich meine, die waren weit weg, das waren fast 5 Sekunden. Probieren theoretisch einen Undercut gegen die Jungs da vorne und werden das Ganze uns dann mal anschauen. Wir haben jetzt auch ein kleines Loch erwischt, das mich natürlich freut, denn wir können ein bisschen jetzt pushen und müssen nicht direkt ins offene Visier irgendwie hier überholen und so. Du bleibst hinten bitte lassen. Ja, der macht das eh. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ja, was soll ich sagen? Das Rennen am Sonntag in den USA war sehr spannend. Wir werden da natürlich jetzt auch mal drüber quatschen. Ich habe gestern kein Video hochgeladen. Und deswegen, ja, Russell jetzt vor uns rausgekommen, auch Charles Leclerc vor uns rausgekommen und ja, auch Valtteri Bottas. Wir sind natürlich wesentlich näher dran, denn Carlos Sainz ist auf die weißen Reifen gegangen und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Hoffnung, dass sich Russell mit den weißen Reifen einholen kann. Doch die verfliegt ganz schön schnell, denn ich pace hier bis zum geht nicht mehr und komme einfach nicht dran. Also das ist tatsächlich nicht schaffbar. Der ist so schnell. Also diese Mercedes haben nochmal einen Funken draufgelegt. Ich weiß ja von den letzten Seasons, dass da wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen waren und ja, das ist dann noch viel dümmer. Das ist halt wirklich mühsam, wenn du dann alles reinsteckst und nichts mehr rausbekommst, so quasi. Da geht der Perez, der ist sehr spät dran und jetzt geht in die erste Kurve rein und genauso wie damals. Ich hatte hier so einen Schwung drauf und da müssen wir direkt uns mal den Vergleich angucken, denn ich glaube vor letzte Season oder vor zwei Seasons gab es hier ein ähnliches Überholmanöver gegen Checo Perez. Das müssen wir uns hier nochmal angucken. Ja, das war halt schon sehr eng hier. Also ja, ich hätte zurückstecken müssen, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich absolut nicht gerechnet, dass das so eng wird in Turn 1. Also das müsst ihr mir da tatsächlich glauben. Und ich bin da wirklich auf letzter Rille. Russell ist weg, auch Leclerc ist weg. Ein Podium ist heute nicht drin, natürlich auf normalen Weg, also Safety Car oder so kann natürlich noch kommen, aber da muss ich jetzt nach hinten echt aufpassen, denn Perez und auch Sainz sind da, die Reifen werden von denen wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon besser sein, also wie unsere jetzt, und ja, das könnte nochmal am Schluss für ordentliche Aufregung hier sorgen, dass die Jungs da tatsächlich uns angreifen, also müssen wir uns dann auf jeden Fall drauf gefasst machen, dass die hundertprozentig hinten kommen. Was sagt ihr zu dem neuen Design? Was sagt ihr vor allem zu der neuen Season? Und gelingt uns jetzt in Season 4 mit Audi Sport der Konstrukteurstitel? Ich habe mir ein Ziel gesetzt von maximal 6 Seasons, denn ich habe noch für, ich würde jetzt mal sagen, die Mitte von F1 23 eine coole Idee. Wir werden ein anderes legendäres Team zurück in die Formel 1 bringen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall drauf gespannt, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was ihr sagt. Und jetzt ist auch Sergio Perez im DRS-Fenster, das ist natürlich gar nicht gut. Und ja, das jetzt die letzten 4 Runden da mitzuschleppen, das wird schwierig werden. Wie gesagt, ich möchte ein anderes legendäres Team wieder zurückholen in die Formel 1. Und alle Fehler, die ich vielleicht hier fahrerisch im Audi begangen habe,
dann da tatsächlich ausmerzen. Jetzt aber mal hier zurück, denn es wird unfassbar knapp werden. Checo Perez drückt an und ist hier wirklich schon bereit zum Overtake. Das ist gerade noch so gut gegangen, aber das wird nicht mehr lang gut gehen, denn mit ein, zwei Fights jetzt mit dem oder ein, zwei Switchbacks und so, ist dann auch gleich Sainz hier. Der hat dann auch gleich Lewis im Schlepptau und wir haben, ja, den Charles schon perfekt. Nein, Lewis ist schon ausgeschieden, sorry. Und wir haben den Charles schon perfekt. Aber auch hinter Sainz, ja, hinter Sainz ist ein Loch. Nein, da ist Lewis noch. Der ist noch da. Sorry, ich dachte, er ist ausgeschieden. Aber der ist natürlich auch noch hinten. Und auch hinter Lewis ist etwas, ja, kürzer. Dann auch schon Max Verstappen. Also wir haben die komplette Garde dahinter uns. Jetzt können wir noch vor Checo hier bleiben. Ich bin hier wirklich auf letzter Rille. Also knapp, dass es da keine Strafen oder so gibt. Und da gehen wir gleich direkt hier auf die Hardcore-Linie. Da können wir uns noch vorne beweisen. Aber wie gesagt, ein, zwei Fights wie dieser und 3/4 ist jetzt schon Sainz dran gekommen. Und wir haben noch 4 Runden zu gehen. Jetzt gucken wir uns allerdings mal die Replays an und wow, der Perez ist ja aber ordentlich am Rudern, wie man bei uns sagt, und da kommt mein Move ganz, ganz spät hier rüber gezogen. Rad an Rad geht es dann hier in diese neu umgebaute Kurve. Ich blinke auch, das ist natürlich gar nicht gut, wenn das am Ende der Geraden passiert, dieses D-Rate, Laden und so weiter. Und wir sind hier in Runde 19, der nächste Versuch von Checo Perez hat hier auch vorerst mal gereicht. Wir konnten uns aber mit der Außenbahn, Halleluja, da dreht es uns fast weg. Und Runde 20, hier drückt der Perez noch einmal an. Da wollte er wirklich all-in gehen mit dem Reifen aufs Gras. Ist nicht ganz gelungen. Und so haben wir es dann tatsächlich geschafft. Hier Runde 20 noch einmal drinnen. Und ja, Perez ist es mit 8/10 hinten. Das könnte uns noch einmal helfen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Hier sind wir nun tatsächlich, letzte Kurve, ganz spät verbremst sogar. Wir haben mit Abstand die ältesten Reifen von der Gruppe dahinter mir. Perez, Hamilton, Verstappen und auch Sainz haben hier aufgeschlossen, ob es reicht für P4. Wir nehmen wertvolle 12 Punkte mit und gucken uns mal an, wer es aufs Podium neben Leclerc und Russell geschafft hat. Ich denke mal, es ist Bottas. Drive of the Day, das freut mich natürlich. Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Das ist nun unser WM-Stand aktuell. Auch Felipe Massa hat den 10. Platz geschafft. Hat er von dem mehr erwartet. Der war im Qualifying so unheimlich stark, aber auch
Jack Doohan im Williams. Die sind ja überraschend weit vorne. Und ja, wir sind jetzt hier mit 14 Punkten mit Red Bull Racing. Es fehlen aber 11 Punkte auf Mercedes und Ferrari. Ja, das ist suboptimal gelaufen. Ich kann aber trotzdem immer noch sagen, es war ein Top-Ergebnis. Wir sind Dritter in der Weltmeisterschaft und auch in der Konstrukteurs-WM ist alles drin. Schnellste Rennrunde war auch unser. Spricht auch schon ein bisschen für die Qualität von unserem Auto. Es ist nicht so eine lange Season wie sonst, aber wir haben dennoch ein paar Runden oder ein paar Rennen noch zu fahren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch das ein oder andere Pünktchen, die ein oder andere Chance bekommen, einen Sieg einzufahren und Wettpunkte zu machen. Felipe Massa, toll gefahren, nimmt im ersten Rennen für Audi Sport gleich Punkte mit. Das ist natürlich gar nicht gut, schließt auf dem Podium ab. Das habe ich mir auch gewünscht und erreiche die Führungsrunde, halte sie für 10, für 3 Runden oder so. Das haben wir auch nicht geschafft. Deswegen gibt es hier echt wenig Geld obendrauf. Ja, wie gesagt, ich catche eigentlich immer gern das Wöchentliche ab, denn wenn ich da zusammenrechne und das wöchentliche Payout und die Prämien, wenn wir das Ziel schaffen, geringer sind als bei teilweise die Payouts der Woche, dann nehme ich dennoch das wöchentliche Payout, weil mir das dann echt egal ist, ob wir das Ziel schaffen oder nicht. Das kann ja dennoch sein, dass wir da irgendwann mal auf dem Podium landen oder so, dann bekommen wir auch die Zielsumme. Und ich glaube, so ist das auch machbarer als wie... wenn wir da jetzt irgendwie immer gucken, dass ich Sachen nehme, die ich schaffe und wenig Geld dafür bekomme. Das, denke ich mal, glaube ich, ist plausibel. Und wir sind jetzt hier. Für heute war es das mal, aber ich hoffe natürlich, euch hat unser Saisonauftaktrennen hier in Australien gefallen. War so ein bisschen Wipe, denn ja, ich kann mich immer noch erinnern, so damals, ja, so 14, 15, also ich war extra so um 6 Uhr schon aufgestanden, um den Vorbericht zu gucken und so. Also das ist schon Feeling, das erste Rennen in Australien, auch wenn es sehr früh meistens war. Und ich glaube, das können weniger behaupten, denn jetzt ist natürlich alles anders. Aber mir gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt auch jetzt unsere neue Season, unsere neue Livery. Abonniert dafür auch gern kostenlos den Channel. Falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich gerne über einen Daumen hinauf freuen. Schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Die nächsten Tage habe ich auch geplant, die Formel 2 Karriere endlich hier weiter am Laufen zu halten. Also schaut da auch unbedingt gern, wie gesagt, auf TikTok vorbei. Abonniert gern kostenlos hier den Channel und... Vielen, vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal und ciao.